Hallo zusammen, in diesem Video zeigen wir euch, wie wir unsere Außendusche montieren. Wir haben eine Außendusche vorgesehen, damit wir auch außerhalb vom Fahrzeug Sachen absprühen, waschen und auch uns selber duschen können. Und wir zeigen euch jetzt, wie wir das Ganze hier montieren. Wir haben uns für eine Außendusche entschieden mit Warm- und Kaltwasser, weil wir einen Boiler verbaut haben in unserem Van. Unsere Dusche sieht so aus, das ist so ein Kästchen, das montieren wir hier. Dann kann man das hier auftun und hier dann den Duschkopf rausziehen und dann duschen. Unsere Dusche ist mit einem langen Schlauch ausgestattet, das heißt, wir können auch weit weg von unserem Fahrzeug unsere Außendusche benutzen. Hier haben wir unseren Boiler verbaut, da gehen dann die Schläuche unter dem Boden durch und kommen auf der anderen Seite hier ganz hinten wieder raus. Von hier werden wir jetzt zwei Verlängerungen hier nach vorne ziehen und dann hier in der Mitte unsere Außendusche montieren. Wir bauen jetzt hier eine kleine Kiste. Wir verwenden hier 6 mm Pappelsperrholz. Auch für hier hinten machen wir nun so eine Wand. Auch für die Seiten braucht es jetzt noch zwei Wändchen. Jetzt haben wir alle vier Wände, jetzt fehlt noch der Boden. Jetzt färben wir alle Wände noch blau. Bis unsere Bretter trocken sind, verlegen wir jetzt die Wasserschläuche. Wir verbinden jetzt die Kalt- und Warmwasserschläuche. Wir gehen jetzt mit den Schläuchen hier an unserem Gestell entlang. Nun befestigen wir unsere Schläuche noch mit diesen Schellen. Hier verwenden wir noch so ein hitzeresistentes Band, um unsere Schläuche von der Wärme unserer Lüftung zu schützen. Nun verschrauben wir die Anschlüsse. Hier kommt das Warmwasser und hier das Kaltwasser rein und hier kommt dann unser Gemisch dann wieder raus für die Brause. Nun markieren wir noch den Ausschnitt für unsere Brause. Passt perfekt. Auch beim hinteren Holz müssen wir Ausschnitte für unsere Schläuche machen. Circa hier. Als erstes verschrauben wir die Hinterwand. Als nächstes die Seitenwände. Als nächstes montieren wir den Boden. Nun verkleben wir den Boden noch. Und zuletzt noch die Vorderseite. Weil es etwas schöner aussieht, machen wir die Schrauben auch blau. Nun befestigen wir unsere Außendusche. So, jetzt lenken wir unsere Schläuche noch ab und verbinden diese mit unserer Duschbrause. Jetzt kommen wir mit unserem Duschschlauch hier hinein.
Unsere Dusche ist jetzt fertig eingebaut und betriebsbereit. Wir möchten euch jetzt zeigen, wie sie funktioniert. Dazu müssen wir zuerst den Boiler einschalten. Wir warten ein paar Minuten, bis das Wasser warm ist und schauen, ob die Dusche funktioniert. Wir schalten hier als erstes den Boiler ein. Als zweites schalten wir hier den Betrieb des Warmwassers ein. Hot. Jetzt warten wir, bis das Wasser warm wird. A few minutes later. Der Boiler ist jetzt fertig mit Heizen. Wir gehen jetzt raus und schauen, ob die Dusche funktioniert. Dazu müssen wir zuerst noch unsere Wasserpumpe einschalten, damit Druck auf der Leitung ist. Wir nehmen jetzt die Dusche mal raus. So, ein bisschen. Hier ist der Mischer. Diesen kann man hier nach oben kippen und einschalten und dann hier seitlich die Wärme bestimmen. Wir haben jetzt auf warm geschaltet, jetzt können wir hier die Duschbrause betätigen. Ja, das ist ziemlich heiß. Jetzt können wir die Temperatur hier noch ein bisschen einstellen. So, auf Medium. So kann man schön warm duschen. Funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat euch Spaß gemacht. In der Beschreibung findet ihr den Link zu unserer Außendusche. Und abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch, wenn das Video gut war. Und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.